Wieder sind 2 Monate vergangen seit der letzten Ausgabe. Ich freue mich, heute mit euch die neueste Ausgabe des Freilichtmagazins zu besprechen. Und passend zum Pride Month widmet sich die Juni-Ausgabe dem Thema der Transideologie. Interessante Kolumnen erwarten uns auch diesmal und ich habe mir vorgenommen, diesmal etwas kritischer an die Sache heranzugehen. Immer nur im eigenen Saft zu stampfen und immer nur sich selbst zu bestätigen, bringt uns nicht weiter und treibt auch nicht die öffentliche Debatte voran. Deswegen lasst uns gleich einsteigen in dieses hochwertige Heft. Wie immer liebevoll und ästhetisch gestaltet, fügt sich optimal in die Magazinsammlung im Bücherregal. Los geht es mit dem Interview von Hedwig von Beverförde, Initiatorin der Aktion für Ehe und Familie, Demo für alle. Eine Initiative, die sich für konservative Werte einsetzt, für den Erhalt der klassischen Familie, gegen Frühsexualisierung, gegen Genderdoktrin und natürlich ganz aktuell auch gegen das sogenannte Selbstbestimmungsgesetz richtet. Im Gespräch mit dem Freilichtmagazin ordnet sie die Teilnehmer der Debatte rund um das Trans-Thema ein. Es habe sich, Zitat, eine überraschende Allianz zwischen Konservativen und Feministen zweiter Generation ergeben. Was sich erstens erklären lässt und zweitens ich entsprechend auch gar nicht so überraschend finde, denn ähnliche Tendenzen beobachtet man auch beim Thema Prostitution. Es gibt liberale Feministen, die sehen durch ein Verbot der Prostitution das Selbstbestimmungsrecht der Frauen gefährdet. Und diese sehen sich einer Allianz aus konservativen und altfeministischen Kritikern und Verbotsforderern gegenüberstehen. Die Motive sind hier allerdings fundamental unterschiedlich, das heißt, wir sprechen hier von einer Zweckgemeinschaft zwischen den Alice Schwarzers auf der einen Seite und den christlich-konservativen Fraktionen auf der anderen Seite. Letztere lehnen sowohl Prostitution als auch die Transideologie mehr oder minder aus moralischen Gründen ab und nicht primär aus frauenrechtlicher Motivation. Wie es nicht ausbleiben kann und auch das Titelblatt erahnen lässt, beleuchtet die interviewte Dame übrigens folgerichtig Ex-CDUlerin, nachdem Merkel während der Flüchtlingsflut wiedergewählt wurde, das Phänomen des sogenannten Rapid Onset Gender Dysphoria. Das bezeichnet den rapiden Anstieg der Geschlechterwechselbegehren in den vergangenen 15 bis 20 Jahren, was auch nochmal mit Zahlen untermalt wird. Gut, ich möchte da fair bleiben. Rein theoretisch gibt es dafür 2 Erklärungsansätze, welche von den unterschiedlichen Polen in der Debatte diametral besetzt werden. Entweder ist es auf einen medial künstlich erzeugten Hype zurückzuführen, das ist die These, die Beverfördes Fraktion vertritt. Demnach wäre sexuelle Orientierung oder eben geschlechtliche Selbstwahrnehmung sozial beeinflussbar und eben nicht rein naturgegeben. Und hier darf man meiner Meinung nach auch keine These aus Gründen der politischen Korrektheit ausschließen. Gibt es eventuell sogar Zusammenhänge zu erfahrenem Missbrauch in der Kindheit? Das ist eine Beobachtung, die ich zumindest anekdotisch des Öfteren festgestellt habe. Auch das sollte ergebnisoffen untersucht werden dürfen. Das jedenfalls ist die eine These, nämlich die der sozialen Beeinflussung. Auf der anderen Seite steht die Gegenthese und die ist auch meiner Meinung nach nicht so leicht von der Hand zu weisen. Es trauen sich seit diesem Jahrhundert nur viel mehr Menschen, sich dazu zu bekennen, weil die soziale Sicherheit gegeben ist und es auch weitaus weniger schambehaftet ist und weniger soziale Ausgrenzung droht, als es noch vor 60 Jahren der Fall gewesen wäre, aber an sich ist man damit geboren. Dieser These nach gibt es in islamischen Ländern beispielsweise rein statistisch genauso viele Homosexuelle und auch Transsexuelle wie im globalen Westen, nur dort traut sich keiner zum Coming Out. Im Endeffekt dreht sich diese Frage um den ewig währenden Konflikt zwischen Nature versus Nurture, also was die Ursache dafür ist, und im Endeffekt sind beide Thesen schwer wieder- bzw. belegbar. Vielleicht Zwillingsstudien zur Erforschung, aber die sind eben ethisch verwerflich. Ich habe dazu eine eigene Vermutung, zumindest eine Tendenz. Ich glaube nämlich, es sind beide Komponenten. Die Wahrheit liegt wie so oft dazwischen. Darüber hinaus geht es in dem Artikel noch um das Thema Detransitioning, also Personen, die ihren hormonellen bzw. operativen Geschlechterwechsel im Nachhinein bereut haben. Und auch hier ist noch eine Dunkelziffer zu beachten. Es geht um hormonelle Eingriffe bei Minderjährigen, ein Thema, bei dem ich finde, dass die konservative Fraktion mehr Recht nicht haben könnte. Wir erlauben aus gutem Grund Tätowierungen erst ab 18, obwohl diese mittlerweile mit technischen Mitteln sogar reversibel sind. Hormontherapien, um die Pubertät bei Jugendlichen hinauszuzögern, das halte ich bei allem sonstigen Verständnis für die Betroffenheit für sehr verantwortungslos und kann der Dame in der Hinsicht nur beipflichten. Etwas befremdet hat mich der Begriff konservative Vordenker, was für mich nach einem Oxymoron klingt, und teilweise werden Maßnahmen wie Nichtgendern als passiver Widerstand empfohlen, was für mich auch typisch für die konservative Defensivhaltung ist. Daneben werden noch Zahlen und Studien beleuchtet, auch zum Thema Regenbogenfamilien, wobei man beim Thema Studien sagen muss, Studien stehen recht weit unten in der Evidenzpyramide. Zu so gut wie jeder politisch relevanten Studie wirst du zumindest eine Studie finden, die dem Ergebnis zumindest teilweise widerspricht. Das heißt natürlich nicht, dass Studien per se wertlos
ratlos sind, aber insgesamt müsste man diese Studien eben gegenüberstellen und deren Wertigkeit mit berücksichtigen. Einen einleuchtenden Exkurs und eine Einordnung gibt es zu dem Thema Transhumanismus und die globale Agenda dahinter. Was mir in der Tat gefehlt und auf dieser Seite der Debatte tatsächlich zu kurz kommt, ist die Lösung für das Individuum. Rechte und Konservative neigen dazu, das Ganze aus der Vogelperspektive kollektiv zu bewerten und in dieser Debatte bleibt das betroffene Individuum meistens auf der Strecke. Könnte denen ja egal sein, könnte man meinen, aber so gewinnt man natürlich keine Anhänger für seine Ansichten und Ideen. Zum Thema Regenbogenfamilien kam noch das Argument, dass es gegen die Natur ist. Was in einer gesellschaftspolitischen Debatte ein naturalistischer Fehlschluss ist und ganz nebenbei meine Definition von rechts und links bestätigt, wonach Rechte ihre Politik tendenziell an die Natur des Menschen anlehnen, wohingegen Linke die Natur des Menschen tendenziell überwinden möchten. Ich will es kurz erläutern. Naturalistischer Fehlschluss deshalb, weil nur dadurch, dass etwas unnatürlich ist, ist es nicht zu verwerfen. Das gilt übrigens auch vice versa. Strahlentherapien beispielsweise sind etwas höchst Künstliches, ja teilweise sogar gegen die Natur, weil sie sogar gesunde Zellen schädigen können. Jetzt könnte man natürlich auch anführen, dass der Krebs selbst etwas Unnatürliches sein kann. Das muss nicht sein, aber selbst wenn, du kannst dir auch bei einem Waldspaziergang den Fuß brechen. Verzichtest du jetzt auf Gips und Schiene, nur weil es unnatürlich ist? Das finde ich, wie gesagt, mindestens streitbar und in dem Fall, wie gesagt, ein typisch rechtes Argument. Nichtsdestotrotz ein dennoch insgesamt gehaltvolles Interview. Ich habe definitiv nicht alles vorweggenommen. Holt euch das aktuelle Freilichtmagazin, um noch mehr Einblick zu erhalten. Besonders gefreut habe ich mich auf den Artikel von der Kultur- und Literaturwissenschaftlerin Bettina Gruber, zu der ich auch persönlich freundschaftliches Verhältnis pflege. Gruber habe ich kennengelernt als eine ergebnisoffene und gerechtigkeitsorientierte Mitstreiterin mit Anspruch an ihr Gewissen. In ihrem Artikel Unter dem Regenbogen geht sie auf die globalen Hintergründe, die Motive und auch ganz wichtig die Finanziers hinter der LGBT-Lobby ein. Die innere logische Inkonsistenz der Transideologie mal außen vor, diese hat sie bereits in ihrem Buch Leben unter dem Regenbogen zu Genüge beleuchtet. An der Stelle ein kurzer Hinweis, dieses Buch können die ersten 30 Normal- und Förderabonnenten des Freilichtmagazins gratis als Prämie dazu bekommen. Es lohnt sich also doppelt rechtzeitig zuzuschlagen. Im aktuellen Artikel geht es vorrangig, wie gesagt, um die Frage, wie diese Bewegung, die auf der einen Seite den modernen Feminismus überholt und zum anderen diesen obsolet gemacht hat, überhaupt so groß werden konnte. Das Phänomen, dass der Feminismus hier durch ein noch bunteres, linkes Programm abgelöst werden soll, fasse ich im Übrigen unter dem Begriff die prädestinierte Obsoleszenz linker Agenten. Was? Zur Frage, wie diese Bewegung medial aufgeblasen wird, liefert Gruber das Stichwort Astroturfing und auch der Kontext zum Transhumanismus und Kapitalismus, Stichwort technomedizinische Industrie, wird beleuchtet. Darüber hinaus wagt sie noch eine makroskopische Annäherung an das Phänomen und beleuchtet das Ganze psychologisch. Warum gerade der Westen? Ich will gar nicht zu viel verraten, das ist ein hervorragender und selbstehrlicher Artikel, mit dem ich mich weitestgehend gut identifizieren konnte. Einzig hat mir auch hier die individuelle, also mikroskopische Betrachtung gefehlt. Was bedeutet das für den einzelnen Betroffenen? Was das angeht, beklagt die Autorin einen, Zitat, auf die Spitze getriebenen Individualismus und das halte ich doch für einen hervorragenden Aufhänger für ein gemeinsames Gespräch. Das könnte sehr interessant werden, liebe Bettina, freu dich auf eine Mail von mir und dann besprechen wir das gemeinsam gerne vor der Kamera. Hoher Anspruch an Gewissen und Gerechtigkeit und das Strategische steht im Zweifel hinten an. Kein zu langer, aber dennoch äußerst interessanter Artikel, gelungene Bildsprache, lesens- und empfehlenswert im neuesten Freilichtheft. Dann geht es im Artikel Gestohlene Zukunft um das Thema Detransitioning und die unterschätzte Gefahr von Hormontherapien, die nicht rein zufällig verharmlost und deren Risiken relativiert werden. Auch hier wieder wertfrei, offensichtlicher geht das Bekenntnis zu linker Politik kaum. Denn diese Maßnahmen zur Überwindung des eigenen Geschlechts sind ein Frontalangriff gegen die biologische Natur des Menschen und in dem Fall ein fahrlässiges Spiel mit der eigenen Gesundheit. Medizinische Maßnahmen, die meiner Meinung nach weitaus invasiver sind, als es beispielsweise die Corona-Impfung gewesen ist und wie das Kapitel ausgegangen ist, das brauche ich hoffentlich hier nicht weiter erläutern. Dabei erwähnt der Autor Kevin Dorov auch die Rolle von globalen Organisationen wie beispielsweise dem WPATH, die vorgeben, sich um die Gesundheit von Transsexuellen zu sorgen, aber in Wahrheit Advokaten einer linkspolitischen Agenda sind. Was ja immanent ist für deren Fortbestehen. Natürlich werden sie das Phänomen größer projizieren, als es tatsächlich ist und nach Möglichkeit auch mehr Fälle schaffen, da sich dadurch ihre aktivistische Legitimität speist.
Aber auch hier möchte ich mich nochmal konkret dem Thema Detransitioning annehmen. Es ist aus folgenden Gründen ein schwieriges Thema. Erstens, es emotionalisiert maximal, weil es das unmittelbare und individuelle Schicksal von jemandem betrifft, der es bereut, dessen Eingriff, wie gesagt, eben irreversibel ist und Langzeitschäden auch für seinen Körper und seine Gesundheit haben kann. Nur ein weiterer Grund, es lediglich Erwachsenen freizustellen. Zweitens, weil die Reue schwer vorauszusehen ist, es gibt eben auch Fälle, wo das eben die Lösung war. Drittens, weil es gesellschaftspolitischen Sprengstoff bietet, und da sage ich ganz klar, erwachsene Menschen sollten es eigenverantwortlich machen dürfen. Kinder und Jugendliche gilt es davor zu bewahren, hier eventuell einen unumkehrbaren Fehler zu begehen. Und ja, klar kann es sein, dass man auf der anderen Seite auch bereut, es nicht oder viel zu spät erst im Erwachsenenalter gemacht zu haben. Ein fehlerhaftes Unterlassen ist im Zweifel weitaus weniger schmerzhaft als eine fehlerhafte aktive Handlung, die ja zudem noch weitestgehend irreversibel ist. Erwachsene Menschen, geistig zurechnungsfähig, ab 18, von mir aus, aber Kinder und Minderjährige sind meiner Meinung nach, und darüber sollte es eigentlich keine zwei Meinungen geben, davor zu bewahren. Der Autor schlüsselt zur Untermauerung seiner Warnungen noch weitere Nebenwirkungen auf. Auch diese kommen teilweise sehr bekannt vor aus der Zeit des großen C. Darüber hinaus geht es noch um brisante, geleakte Files, die WPATH, diese Organisation, die sich um Transsexuelle sorgt, betreffend. Schaut gerne rein in diese aktuellen Ausgabe des Freilich-Magazins, und auch in diesem Heft kommt wieder einmal der Publizist Benedikt Kaiser zu Wort. In einem 6-seitigen Essay widmet er sich dem Komplex der Politik von Viktor Orban und seine metapolitischen Strategien. Ihr habt gesehen, ich habe mich diesmal etwas kritischer mit den Kolumnisten auseinandergesetzt, und was soll ich sagen? Es geht nicht anders. Ja, Monarchie und Rätesenat sind schöne Utopien, aber ich sage euch eins, das Gras ist immer grüner auf der anderen Seite. Wir leben nun einmal in diesem System und die Mühlen mahlen nun mal langsam. Wir müssen uns mit dem Gegenüber und gegnerischen Ansichten auseinandersetzen, so unbequem es auch ist. Insbesondere, wenn wir den Anspruch haben, den Andersdenkenden zu überzeugen, müssen wir ihn in erster Linie überhaupt erst verstehen. Dafür steht Axel Ost-West, dafür mache ich auch Change My Mind, was ich in nächster Zeit im Übrigen auch öfter machen möchte. Da warten euch demnächst einige Folgen auf diesem Kanal, in diesem Sinne abonnieren nicht vergessen. Und abschließend noch einmal die Erinnerung an die aktuelle Juni-Ausgabe des Freilich-Magazins. Den Link dazu findet ihr wie immer in der Videobeschreibung, als auch im angepinnten Kommentar ganz oben, und zudem könnt ihr mit dem Rabattcode Change My Mind noch weitere 10% beim Abschluss eines Jahresabos sparen. In diesem Sinne bedanke ich mich bei allen Förderern und Unterstützern, und damit gerne bis zum nächsten Mal.